Im Sommer treibt viele Menschen das Fernweh um. Sommerzeit ist Reisezeit. Wer sich nur irgendwie frei machen kann, fährt in die Berge oder an die See, um sich vom Arbeitsalltag zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Manch einer fährt auch in fremde Länder und Städte, um, wie man so sagt, etwas von der Welt zu sehen und sich zu bilden. Welche Reisen aber unternahm Bach und aus welchem Grund? Um diese Frage soll es in den nächsten Minuten gehen. Eines sei aber gleich vorweg gesagt. Verglichen mit seinen berühmten Zeitgenossen Händel und Telemann ist Bach eher selten und vor allem nicht weit gereist. Schon der Radius seiner Lebensstationen ist im Vergleich zu denen dieser Musikerkollegen relativ eng. Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig lagen zwar in unterschiedlichen Herrschaftsgebieten, aus denen später die heutigen Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erwuchsen. Die weiteste Entfernung innerhalb des von diesen Orten gebildeten Fünfecks misst jedoch gerade einmal 130 Kilometer. Gleichwohl hat Bach im Laufe seines Lebens mindestens 60 Reisen unternommen. Seine erste Reise unternahm er als Zehnjähriger und stand unter dem Eindruck des Todes der Eltern Johann Ambrosius und Elisabeth Bach. Nachdem Bach 1695 also vollweise geworden war, verließ er zusammen mit dem 3 Jahre älteren Bruder Johann Jakob seine Geburtsstadt Eisenach. Beide wurden in dem etwa 40 Kilometer entfernten Ohrdruf von ihrem älteren Bruder Johann Christoph aufgenommen. Falls die Brüder mit der Postkutsche gefahren sind, dauerte die Reise etwa 8 Stunden. Möglicherweise haben sie den Weg entlang des Thüringer Waldes aber auch zu Fuß bewältigt. 5 Jahre später verließ Johann Sebastian in Begleitung seines Schulfreundes Georg Erdmann das familiäre Umfeld in Ohrdruf, um in Lüneburg als Mettenschüler die Schulausbildung fortzusetzen. Damit unternahm Bach bereits als 15-Jähriger eine seiner längsten Reisen. Weiter reiste er nur noch ein einziges Mal, nämlich als er 1705 von Arnstadt nach Lübeck wanderte, um dort den Komponisten und Organisten Dietrich Buxtehude und die von ihm organisierten, nicht weniger berühmten Abendmusiken zu erleben. Laut Aussagen seines Sohnes Karl Philipp Emanuels soll er die 410 Kilometer lange Strecke vollständig zu Fuß bewältigt haben. Aus welchem Grund sich Bach allerdings zu einer Fußreise entschloss, ist nicht ganz klar. Mit dem Einkommen, das er als Organist verdiente, wäre es ihm durchaus möglich gewesen, die Kosten für eine Fahrt mit der regulären Postkutsche zu bezahlen. Für seine späteren Reisen nutzte Bach dann nämlich mit ziemlicher Sicherheit die ordinäre, das heißt die gewöhnliche Postkutsche. Bei Orgelprüfungen wurde ihm wahrscheinlich sogar des Öfteren eine Extrapost zur Verfügung gestellt. Die erhaltenen Rechnungen zeigen jedenfalls, dass Bachs Reisekosten die Gebühr für eine reguläre Postkutsche bei weitem übertrafen. So betrug zum Beispiel das gewöhnliche Postillionsgeld für die Hin- und Rückfahrt von Leipzig nach Gera 3 Taler. Nachdem Bach eine Orgel in Gera geprüft hatte, wurden dort mindestens 10 Taler für Reisekosten verbucht. Andere vergleichbare Rechnungen deuten ebenfalls auf eine bequemere Art des Reisens und auf eine zuvorkommende Unterbringung durch die Gastgeber hin. Bereits seit seiner Jugend bis hin in die letzten Lebensjahre hatte Bach einen hervorragenden Ruf als Orgelsachverständiger, um dessen Gunst man sich entsprechend bemühte und dessen Komfort man sich etwas kosten ließ. Während seiner Zeit als Hofkapellmeister in Köthen begleiteten Bach und weitere 6 Mitglieder der Hofkapelle ihren Dienstherrn Fürst Leopold von Anhalt-Köthen 2-mal für mehrere Wochen auf eine Badereise nach Karlsbad. Dieser Badeort galt als Treffpunkt für die Welt des Adels. Vielfältige Vergnügungen dienten der Unterhaltung der hohen Gäste, wobei die Musik eine wichtige Rolle spielte. Die regelmäßige Anwesenheit hoher Vertreter des Wiener Kaiserhofs und ihrer Musiker bedingte in Karlsbad regelrecht das Aufkommen einer gewissen Festspielatmosphäre. Während des zweiten Aufenthalts 1720 kam es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Begegnung mit den Musikern der Dresdner Hofkapelle, die die sächsische Kurfürstin Christiane Eberhardine auf einem ihrer Kuraufenthalte begleiteten. Die Rückkehr von dieser Reise war für Bach allerdings mit einem einschneidenden, traumatischen Ereignis verbunden. Als Bach nämlich von dieser zweiten Karlsbadreise nach Köthen zurückkehrte, erwartete ihn die Nachricht vom Tod seiner Frau Maria Barbara. Weitere Anlässe für Bachs Reisen waren Gastspiele, zumeist verbunden mit Besuchen von Musikerkollegen und Verwandten. So führte er mehrfach Huldigungsmusiken für Herzog Christian am Weißenfelser Hof auf und pflegte Kontakte zu dessen Hofkapelle. Zudem lebten in Weißenfels die Eltern und die Schwester seiner zweiten Frau Anna Magdalena.
Mit ihr zusammen unternahm Bach einige Reisen, unter anderem von Leipzig aus zu einer Orgelprobe nach Kassel, sowie mehrfach zu Gastspielen nach Köthen, wo er einst als Hofkapellmeister und Anna Magdalena als berühmte Hofsängerin tätig gewesen waren. Zuletzt wirkten beide bei Musikaufführungen in Köthen 1729 zur Trauerfeier des verstorbenen Fürsten Leopold mit. Eines der von Bach häufiger angesteuerten Reiseziele war außerdem Dresden, wo der sächsische Kurfürst residierte. Bei Bachs ersten Besuch 1717 war eigentlich ein musikalischer Wettstreit zwischen Bach und dem französischen Cembalo-Virtuosen Louis Marchand anberaumt. Dazu kam es jedoch nicht. Marchand vermied die wahrscheinliche Niederlage, indem er überstürzt abreiste. In den Jahren zwischen 1725 und 1741 reiste Bach noch 6 weitere Male nach Dresden, vornehmlich um dort an den Silbermann-Orgeln der Sophien- und der Frauenkirche zu konzertieren. Darüber hinaus nutzte er seine Besuche in der Residenzstadt, um seine engen Kontakte zu den Musikern der Dresdner Hofkapelle zu pflegen. Diesem musikalischen Freundeskreis gehörten zum Beispiel der Geiger Johann Georg Piesendl, der Lautenist Silvius Leopold Weiß, der Hofkapellmeister Johann Adolf Hasse und dessen Frau, die Sängerin Faustina Bordoni, an. Weitere Anlässe für Reisen nach Dresden bot der Umstand, dass Bachs erstgeborener Sohn Wilhelm Friedemann zwischen 1733 und 1746 als Organist an der Sophienkirche tätig war. Zusammen sollen sie auch mehrere Aufführungen im dortigen Opernhaus erlebt haben. Hin und wieder soll Bach dann wohl zu seinem Sohn gesagt haben: Friedemann, wollen wir nicht die schönen Dresdner Liederchen einmal wieder hören? Großes öffentliches Aufsehen erregte der Besuch Johann Sebastian Bachs bei Friedrich II. Im Mai 1747 in Potsdam. Damals war Bachs zweitgeborener Sohn Karl Philipp Emanuel gerade als Cembalist am Hof des Königs beschäftigt. Möglicherweise ist also durch ihn dieses Zusammentreffen im Rahmen einer abendlichen Kammermusik vermittelt worden. Wie auch immer, irgendwann im Verlauf dieses Abends spielte Friedrich das berühmt gewordene Thema Regium vor, über das Bach dann improvisierte. Wenig nach dem Besuch ließ Bach das musikalische Opfer drucken und widmete es Friedrich II. Doch bereits vor diesem allseits mit Interesse bedachten Besuch war Bach mehrfach in Berlin gewesen. So kaufte er dort im Frühjahr 1719 für die Köthener Hofkapelle ein zweimanualiges Cembalo, gebaut von Michael Mietke. Vor allem aber, nachdem Karl Philipp Emanuel in die Dienste des preußischen Königshauses getreten war, besuchte der alte Bach mehrfach Berlin und Potsdam. Offensichtlich besuchte Bach auch dort, nunmehr zusammen mit seinem zweitgeborenen Sohn, das Opernhaus. Insgesamt kann man festhalten, dass Bachs Reisen stets einem bestimmten Zweck dienten, weil er eine Orgel prüfte oder ein Gastspiel gab oder weil er sowieso den Wohnort wechselte. Meistens nutzte er diese Reisen, um Musikerkollegen, Freunde und Verwandte zu besuchen. Im Durchschnitt unternahm Bach 1 bis 2 Reisen pro Jahr, viele davon in die nähere Umgebung. Wie gesagt, große Bildungsreisen jenseits des deutschsprachigen Raums, insbesondere nach Italien, wie sie im Leben von anderen bekannten Musikerpersönlichkeiten wie Schütz-Händel oder Telemann vorkommen, weist Bachs Biografie nicht auf. Dafür reiste die Welt schon damals zu Bach. Nach Aussage seines Sohnes Karl Philipp Emanuel jedenfalls glich die Kantorenwohnung am Leipziger Thomaskirchhof einem Taubenschlag. Denn es reisete nicht leicht ein Meister in der Musik durch diesen Ort, ohne meinen Vater kennen und sich vor ihm hören zu lassen.